Das sind keine Szenen aus einem neuen Zombie-Film. Das sind Straßenaufnahmen in den USA. Dort grassiert eine neue Droge oder besser gesagt ein neuer Drogenmix. Das synthetische Opiat Fentanyl, das schon seit Jahren Heroin abgelöst hat und für den Großteil der Drogentoten in den USA sorgt, wird seit einiger Zeit gemischt mit dem Tierbetäubungsmittel Xylazin. Das Ganze heißt dann Trank, kurz für Tranquilizer oder Beruhigungsmittel. Neben dem Zombie-Effekt bekommen die Konsumenten häufig Hautgeschwüre, offene Wunden und Entzündungen, denn Trank lässt die Blutgefäße zusammenziehen und führt dazu, dass nach kurzer Zeit das Hautgewebe abstirbt. Es ist daher keine Seltenheit, dass den Abhängigen Extremitäten amputiert werden müssen. Wie genau der Stoff auf den Markt gekommen ist, lässt sich schwer nachvollziehen. Vermutlich wurde er als günstiges Streckmittel für Fentanyl verwendet. In 48 von 50 US-Bundesstaaten ist Xylazin bisher festgestellt worden. In knapp einem Viertel aller Fentanylpillen wurde es nachgewiesen. Und die Todesfälle durch die neue Droge haben allein von 2020 bis 2021 um das Zehnfache zugenommen. Der oberste Drogenbeauftragte der USA sprach von der tödlichsten Drogengefahr, die unser Land je erlebt hat. Ob sich diese Substanz auch in Deutschland ausbreiten kann? In Konsumräumen wurde sie bisher nicht nachgewiesen, sagte mir ein Referent des Drogennotdienst Berlin. Die sozialen Hilfen seien außerdem bei uns viel ausgebauter als in den USA. Aber man sei vorbereitet.